Ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Stell dir mal eine Welt vor, ganz ohne Musik. Ach, wie schrecklich. Ja. Finde ich auch. Ich bin jetzt wirklich selbst kein großer Musiker. Aber wie viel würde uns fehlen? Das gehört irgendwie ja zum Menschsein ganz selbstverständlich dazu. Musik. Ein kluger Philosoph hat mal gesagt, Musik ist die Sehnsucht des Menschen nach einem Himmel in seiner Seele. Finde ich einen tollen Satz. Musik ist die Sehnsucht des Menschen nach einem Himmel in seiner Seele. Und ich glaube, wir bringen das mit unseren Gottesdiensten auch zum Ausdruck. Musik ist ein ganz selbstverständlicher, wichtiger Bestandteil. Ich gehe davon aus, dass Musik direkt ein Geschenk vom Himmel für uns ist und dass es auch eine Verbindung sein kann in den Himmel. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und seines Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir feiern in diesem Gottesdienst die Musik als Geschenk des Himmels. Und wir feiern mit Musik den, der uns die Musik geschenkt hat. Es wird heute ein ganz besonderer Musikgottesdienst, wie im Himmel in einer Melodie. Und ich fand die erste Melodie eben schon, die hatte schon was Himmlisches. Und ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Lars Peter. Schön, dass du da bist, Lars. Vielen Dank. Ingo, das Schöne ist, ich muss das jetzt sagen, für den, weil der Stream ja zuguckt. Ich wollte gerade, bevor wir sprechen, noch einen Schluck trinken, bin mit dem kleinen Glas an dem Mikrofonständer hängen geblieben und habe mich mit Wasser beschüttet. Falls das der eine oder andere jetzt sieht, dass ich ein bisschen nass bin, das ist die Erklärung. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich hätte es jetzt nicht gesehen. Ist auch ein guter Einstieg. Ja, aber es gibt Leute, die gucken beim Stream genau hin. Du kannst ja zoomen, da sagen die, ah, was ist da los? Hm. Schön. Jetzt sind wir unter uns. Ne? Lars, weißt du, was wir machen? Ich bete noch. Gerne. Und dann lernen wir dich noch ein bisschen besser kennen. Super. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass Lars da ist, dass du uns heute mit ganz viel Musik beschenkst. Und wir wollen dir auch die Ehre geben, dich, der du die Musik geschaffen hast, der du jeden von uns gemacht hast und der du uns hier zusammengebracht hast in diesem Gottesdienst. Danke für all das Gute, was du uns schenkst. Du siehst tief in unser Herz rein, du weißt, ob unsere Lebensmelodie gerade eher Dur oder Moll ist, ob wir fröhliche Lieder singen oder traurige. Und egal, wie es uns jetzt geht, wir sind uns sicher, wir sind hier richtig, weil wir in deiner Gegenwart sind. Bitte beschenke du uns durch diesen Gottesdienst, segne uns und lass uns ermutigt, gestärkt heute wieder nach Hause gehen. Und wir möchten die nicht aus dem Blick verlieren, Herr, die sich nicht einfach fröhlich zum Gottesdienst treffen können. Tröste du die Trauernden. Segne du die, die verfolgt werden, die bedrängt sind, die in Armut leben. Herr, wir denken gerade ganz besonders an die Menschen in den Gebieten, die von der Flutkatastrophe immer noch betroffen sind. Wir denken an die Menschen in Afghanistan. Und Herr, in dieser Welt ist so viel nicht in Ordnung. Lass uns mit unserem Leben ein Hoffnungslied singen in diese Welt hinein. Lass uns Hoffnungsstifter, Friedensstifter sein. Und wir wollen durch diesen Gottesdienst dafür gestärkt werden. Amen. Lars, wie weit war denn deine Anreise heute Morgen? Etwas über 40 Kilometer. Ich komme von Haiger, das heißt mal schnell auf die 45 und dann eine halbe Stunde später war ich schon hier. Pünktlich natürlich. So, du rockst heute quasi im wahrsten Sinne des Wortes unseren Gottesdienst, sowohl mit Musik als auch inhaltlich mit Inputs. Du bist ein Vollblutmusiker, ein Berufsmusiker, hast sogar Popmusik studiert an der bekannten Popakademie in Mannheim. Ja, also ausgebildeter Musiker. Das heißt, das ist dein Beruf. Ja, aber was bedeutet dir denn Musik ganz persönlich eigentlich als Mensch? Also ich kann ohne Musik definitiv nicht leben. Das hatten wir ja gerade eben auch schon mal, was du angesprochen hast. Musik hat schon immer in meinem Leben eine große Rolle gespielt und um das mal plakatisch oder plastisch zu machen, ich bin aus der Schule oft nach Hause gekommen und hatte so eine Laune, ne, so eine Fresse gezogen, wie man so schön sagt. Und meine Mutter hat immer erzählt,
Und dann bist du ans Klavier, also hier schnell Schulsachen irgendwie weggeschmissen ans Klavier und hast einfach irgendwas vor dich hingespielt und danach warst du wieder fröhlich. Und das ist noch heute so, auch wenn ich jetzt nicht mehr zur Schule gehe, aber ich merke wirklich, Musik ist ein ganz besonderes, ein besonderer Teil in meinem Leben und ja, das kann ich definitiv sagen. Was außer Musik macht dich denn sonst noch glücklich? Mich macht es sehr glücklich zu grillen zum Beispiel. Da können jetzt alle Männer aufatmen. Ich muss es jetzt nochmal sagen, weil es ein kleiner Running Gag zwischen uns beiden ist. Ich wurde neulich in einem Interview gefragt, was würdest du denn, wenn du ein Lebensmittel sein könntest, was würdest du sein wollen? Das ist eine wahnsinnige Frage, aber ich habe gesagt, ein richtig schönes Steak. Ja. Ja. Ja, ich hatte dir vorher versprochen, dass ich dir so eine dumme Frage nicht stelle, aber genau. Das hast du ja jetzt selber erledigt. Dafür bin ich da. Du hast ja schon mit vielen Musikern zusammengearbeitet. Zum Beispiel, was mich sehr beeindruckt, mit Michael Patrick Kelly, da warst du in der Band. Du warst immer über viele Jahre sehr im Hintergrund, so als Produzent, Keyboarder. Und du hast vor Urzeiten auch mal ein Soloalbum rausgebracht, wenn ich das richtig weiß, und hast jetzt 15 Jahre gebraucht bis zum zweiten Soloalbum. Jetzt gehst du wieder einen Schritt vor. Warum hat es so lange gedauert? Ja, also ich habe in der Zwischenzeit Kinder bekommen mit meiner wunderbaren Frau, mit der ich schon seit 1999 verheiratet bin. Und wenn man dann Musiker ist, muss man halt natürlich auch Geld verdienen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man so eine Solo-Karriere, will ich es gar nicht nennen, aber Solo-Musik macht, dann ist das oft so ein bisschen Luxus, den man sich gönnt, der Spaß macht. Aber die Familie zu ernähren, ist halt dann als Musiker auch manchmal ein bisschen schwieriger. Da muss man halt viel, ich sag mal, Dienstleistungen machen, was mir auch sehr viel Spaß macht. Aber ich habe irgendwie diesen Ruf gehört, und zwar schon vor der Corona-Krise, dass ich wieder Musik machen soll und dass ich wieder unterwegs sein möchte, beziehungsweise eigentlich das erste Mal richtig unterwegs sein möchte. Und auf der Homepage von Gerd Medien steht, raus aus der zweiten Reihe. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen so an. Jetzt zeige ich euch auch mal, was ich kann. Ne? Jetzt bin ich endlich auch mal. Aber so bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin ein Typ, der sich sehr wohlfühlt in der zweiten Reihe und mich kostet das echt so ein bisschen Überwindung. Aber ich merke, dass sich das lohnt für mein Leben und ich hoffe, es ist auch heute wieder ein Segen, dass ich das jetzt mich traue, sowas zu machen. Ich bin mir ganz sicher. Wenn du Lieder schreibst, was ist dir dann wichtig? Ich habe eine Zeit lang Lieder geschrieben, die immer von der Musik ausgingen. Das heißt, man hat einen Song geschrieben mit Melodie und Akkorden und dann muss man irgendeinen Text finden, der jetzt zwangsläufig da reinpasst. Das ist nicht immer so leicht. Und deswegen ist es jetzt bei dieser CD, die ich rausgebracht habe, immer weiter. Die kam im März raus, sind viele Lieder auch entstanden, dass ich einfach eine Melodie direkt mit dem Text verknüpft habe und dann erst versucht habe, einen Song daraus zu machen. Das war ein ganz spannender Prozess und das macht vieles auch leichter. Wir werden jetzt einiges davon hören. Du darfst wieder zurück an dein... Sehr gerne. Darf ich sagen, dass es ein Keyboard ist? Es ist ein, weil du hast ja da ein so Keyboard, ein, ja. Ja, was ist, du hast ja da sowas drum, da man könnte ja meinen, es wäre ein Klavier, ne? Ja, das habe ich ganz neu, Ingo, damit ich hier hinter alles Mögliche verstecken kann. Was zu essen, Hausschuhe. Wenn ich mal schwitze, habe ich hier ein Tuch. Ne? Ja. Kann ich euch mal so verraten. Also wer will, kann nachher mal hinter die Kulissen gucken. Genau, und das Wasserglas. Das kennt ihr schon, da passe ich jetzt besser auf. So, also dieser Gottesdienst, der wird jetzt aus zwei Teilen bestehen im Wesentlichen. Wir hören jetzt zuerst einige Lieder von Lars. Er wird uns ein paar Impulse dazu geben, ein paar Gedanken mitgeben. Und im zweiten Teil, da können wir, da sind wir ja alle froh, dass wir das auch wieder können, da können wir dann mit einsteigen. Dann werden wir gemeinsam mit Liedern auch nochmal Gott anbeten. Lars, schön, dass du da bist. Gebt ihm doch nochmal einen Applaus. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es war eine lustige Begebenheit, wie es dazu kam. Ich habe mit dem Daniel Harter, den ihr vielleicht ja auch kennt, ne, da habe ich mitgespielt, als der ein Konzert für die Mitarbeiter gegeben hat. Und da ist das über den YouTube-Chat irgendwie so gewesen, dass der Rolf Fischer, ne, einmal kurz hier erwähnen, der Rolf Fischer, hat dann gesagt, ich lade dich ein zu uns. Und was daraus geworden ist, das erlebt ihr jetzt heute. Ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Ich erzähle euch aus meinem Leben. Ich bin also eigentlich gar nicht hier als Musiker oder als Profimusiker oder wie ihr es auch immer nennt, sondern ich bin heute hier als Lars, weil ich in den letzten Jahren viel erlebt habe und zwar mit Aufs und Abs. Und ich habe einen Begriff gefunden für eine Zeit vor etwa dreieinhalb Jahren, den nenne ich, das war die Krise vor der Krise, weil die Krise, die dann kam, die kennen wir alle, die hat uns alle betroffen. Ich habe aber vorher schon
eine Krise gehabt, beruflicher Natur, die dann auch was mit mir als Mensch gemacht hat. Und beginnen möchte ich aber mit dem ersten Song meiner CD, nämlich nicht mit so einem negativen Song, sondern mit dem Punkt, wie alles angefangen hat. Und dann erzähle ich euch von dem Tal und dann geht es langsam wieder aus diesem Tal heraus. Ich schätze, das wird so um 17.30 Uhr dann passiert sein. Sowas lernt ihr an der Popakademie, solche schönen Scherze zu machen, genau. Also, der erste Song heißt Neue Gleise und das ist ein cooles Bild, wenn ihr euch vorstellt, ihr steht vorne auf so einer alten, ja, Diesellok darf man jetzt nicht sagen, wegen der ganzen Luftverschmutzung, auf einer E-Lok oder auf einer Wasserstofflok und ihr fahrt geradeaus und ihr habt irgendwie eine ganz klare Strecke vor euch, ohne Bahnhof, ohne Anhalten, ohne Abzweigung. Und das ist der erste Song, Neue Gleise. Es geht wieder los, steh noch ein wenig neben mir, ich fang einfach wieder an. Erste Zeilen auf Papier, schreib den ersten Song, ohne Druck und ohne Ziel. Es muss so vieles raus, hab es lange unterdrückt. Hab oft nur funktioniert, mal seriös, doch oft verrückt. Mach den ersten Schritt, ich will nicht zu viel. Du stellst mich auf neue Gleise. Neue Richtung, neue Reise. Ich bin wieder ich selbst, was über meinen Schatten springt. Du stellst mich auf neue Gleise, ohne Bahnhof, ohne Weiche, einfach ins kalte Wasser springen. Ich will wieder für dich singen, ich will wieder für dich singen. Ich will wieder für euch singen. Mein ganzes Leben lang bist du den Weg mit mir gegangen, vom ersten Schritt bis jetzt. Und einmal komm ich bei dir an, ich weiß, du bleibst da, hab es schon so oft erfahren. Ich werd schnell bequem, wenn's läuft, entferne ich mich von dir. Du bist Übermenschlichkeit. Du sagst trotzdem, ich bin hier, nimmst mich wieder zurück. Diesen Schatz will ich bewahren. Du stellst mich auf neue Gleise. Neue Richtung, neue Reise. Ich bin wieder ich selbst, was über meinen Schatten springt. Du stellst mich auf neue Gleise, ohne Bahnhof, ohne Weiche, einfach ins kalte Wasser springen. Ich will wieder für dich singen, ich will wieder für dich singen, ich will wieder für dich singen, ich will wieder für euch singen. Ich will wieder für dich singen. Du stellst mich auf neue Gleise. Neue Richtung, neue Reise. Ich bin wieder ich selbst, was über meinen Schatten springt. Du stellst mich auf neue Gleise. Kalte Wasser springen, ich will wieder für dich singen, ich will wieder für dich singen, ich will wieder für dich singen, ich will wieder für dich singen. Und dann ging sie los,
diese Reise. Ich werde euch jetzt einen Song vorstellen. Das ist wohl der persönlichste Song, den ich je geschrieben habe. Der heißt Der Mann im Spiegel. Und es kam dazu, dass ich den Song geschrieben habe, weil ich sehr, sehr an mir gezweifelt habe. Ich habe erzählt, vor 3, 3,5 Jahren ist es jetzt schon her, um in dem Bild zu bleiben mit den Schienen, wurde ich aufs Abstellgleis geschickt. Und zwar beruflich. Ich war plötzlich irgendwie überflüssig oder ich wurde nicht mehr gebraucht, ich war ersetzt worden. Und das ist eigentlich auch nichts Unübliches in meinem Beruf, dass sich Dinge entwickeln und man irgendwie auch mal andere Wege geht, mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Aber bei mir war das so, was mich wirklich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Und ich habe plötzlich total angefangen, an mir zu zweifeln. Und habe auch ein bisschen gemerkt, vielleicht habe ich mich falsch definiert. Vielleicht habe ich mich selber definiert in dem, was ich tue, was ich leiste, was ich mache, vor wie vielen Leuten ich auftrete, wie oft ich zu meinen Konzerten mit dem Flugzeug geflogen bin oder was auch immer, solche oberflächlichen Dinge. Und ich habe mich dann besser kennengelernt und habe dann das in einen Song gepackt, der wirklich da sehr, sehr viel von erzählt, was damals mit mir los war und dass ich auch Schwierigkeiten hatte, mich einfach anzunehmen, wie ich bin. Und ehrlich gesagt, als ich dann irgendwann gemerkt habe, die CD kommt ja auf den Markt, habe ich gemerkt, das ist jetzt blöd, weil jetzt alle Leute das auf einmal hören können, was ich da geschrieben habe. Aber mittlerweile weiß ich, dass es gut ist, auch ehrlich zu sein. Und ich sage auch immer, das steht auch auf meiner Homepage, authentisch und ehrlich zu sein, hier heute Morgen oder wo auch immer, ist für mich der einzige Weg, sowas zu machen. Denn dann brauche ich mich überhaupt nicht zu fürchten vor dem, was passiert, weil ich halt so bin, wie ich bin. Hab mich die letzten Jahre besser kennengelernt, altes Wissen ausgeräumt und entkernt, alte Erfahrungen gemacht und gesehen, dass gut gelaunt sein nicht alles ist. Hab oft gedacht, dass alles so weitergeht, dass es der beste Weg ist und dass es schon geht. Wieder und wieder nur die Leere gespürt und gemerkt, dass die Show zu Ende ist. Ich nehme mich an, so wie ich bin. Reiß die Maske runter und riskier den Blick. Bin das wirklich ich? Bin das wirklich ich? Ich bin im freien Fall. Doch ich falle nicht zu weit. Du bist mein Netz, bist meine Bremse, gibst mir wieder neuen Sinn und hilfst mir zu akzeptieren, dass ich der Mann im Spiegel wirklich bin. Ich hab mich selten aus der Deckung gewagt, mein Muster oberflächlich und doch gewagt. Alle Erfahrungen werf ich über Bord, jetzt geht die Reise durch neues Land. Hab oft gedacht, dass alles so weitergeht, dass es der beste Weg ist und dass es schon geht. Du hast das Vakuum in mir wieder mit Luft gefüllt und ich atme als neues Ich. Ich nehme mich an, so wie ich bin. Reiß die Maske runter und riskier den Blick. Bin das wirklich ich? Bin das wirklich ich? Ich bin im freien Fall. Doch ich falle nicht zu weit. Du bist mein Netz, bist meine Bremse. Gibst mir wieder neuen Sinn und hilfst mir zu akzeptieren, dass ich der Mann im Spiegel wirklich bin.
es nie zu akzeptieren, dass ich der Mann im Spiegel wirklich bin. Und so traurig soll es natürlich jetzt nicht bleiben. Das ist ein ganz trauriger Song, der so Moll-Akkorde hat. Und Ingo hat eben das auch schon erwähnt. Im Leben ist Dur und Moll sehr, sehr oft nah beieinander. Und ich mag selber auch sehr, sehr gern Musik in Moll. Denn auch Musik in Moll mit traurigen Akkorden kann fröhlich sein oder hoffnungsvoll. Und ich habe zu Hause auch ein Klavier, nicht so eins hier wie hier jetzt, sondern so ein richtiges, altes, schönes Klavier. Und an dem Klavier entstehen viele meiner Songs. Also ihr müsst euch das vorstellen, ich sitze dann da manchmal und mache gerade Steuererklärungen oder solche Sachen, die man so gerne auch macht als Künstler. Ne? Oder koche gerade, stehe am Grill und dann zack, habe ich eine Idee. Und dann gehe ich ganz schnell rüber ins Studio, hier Aufnahmegerät drauf, habe ich extra die App so, dass ich ganz schnell was aufnehmen kann und dann nehme ich das auf und nehme irgendwelche Ideen auf. Weil ich bin nicht mehr der Jüngste und oft sind Ideen dann schnell wieder weg und man weiß, es war eigentlich eine gute Idee, aber die ist dann leider weg. Und eine Idee, die ich auf jeden Fall aufheben konnte, war die Idee, die zu dem Lied geführt hat, was jetzt kommt. Der Song heißt Hilf mir. Und ich habe, als ich in meinem Loch saß, wenn ich jetzt ein ganzes abendfüllendes Konzert spielen würde, würde jetzt diese Talsohle noch ein bisschen mehr ausgeschmückt werden. Dazu haben wir jetzt heute Morgen nicht die Zeit, macht aber nichts. Ich habe gemerkt, dass ich selber was tun kann, um aus dem Loch rauszukommen. Aber ich habe auch gemerkt, ich schaffe das nicht allein. Also wir Menschen versuchen ja ganz oft, alles alleine zu schaffen. Das ist auch einer der Gründe, warum jetzt zum Beispiel diese zweite Krise, die jetzt immer noch anhält, mich als Künstler dann auch besonders getroffen hat, würde ich jetzt mal sagen. So empfinde ich es natürlich. Jeder in eurem Job ist es natürlich genauso gewesen. Aber ich hatte so das Gefühl, ich kann jetzt nicht mehr aus eigener Kraft Geld verdienen, meine Familie ernähren, meine beiden Kinder. Und in diesem Loch saß ich und habe überlegt, okay, ich möchte eigentlich gerne jemanden haben, der mir da wieder raushilft. Und ich weiß auch, ich bin seit Kindesbeinen an schon bekehrt. Ich weiß, wer mir hilft. Ich weiß, dass es Gott gibt und Jesus gibt. Und den habe ich auch nie losgelassen in all der Zeit. Aber ich habe gemerkt, ich muss vielleicht genauer hinhören. Was ist denn jetzt das, was ich tun soll? Und wer mich kennt, der weiß, vor vielen Jahren habe ich mal gesagt, also so mit dem Klavier jeden Sonntag in eine andere Gemeinde fahren und da dann spielen und auftreten, so, nee, ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Da, also nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe diese Textzeile im Kopf gefunden, die heißt, ich will, dass diese Stimme wieder lauter wird. Und daraus ist der Song entstanden. Und was dann danach passiert ist, erzähle ich euch nach dem Lied, aber erstmal der Song Hilf mir. Da gibt es so einen kleinen Mitsing-Part, den macht normal das Stadion dann immer, wo ich auftrete, ja. Jetzt seid ihr das Stadion, ja, und das geht so. Und die Frauen. Das ist noch ein kleines Stadion. Jetzt mal ihr. Das ist schon ein ganz schön gutes Stadion. Mal die Frauen ganz laut. Das ist schön. Wisst ihr, dass das das zweite Mal ist, dass ich das erst erlebe als Künstler, dass jemand meinen Song singt. Deswegen bin ich das mal geworden. Das ist ganz schön. Und der Song geht so. Tief in meinem Herz höre ich die Stimme, die mir sagt, du bist nicht alleine. Tief in meinem Herz höre ich die Stimme, die mir sagt, ich bin da. In meinem Herz ist deine Hoffnung, wenn sie auch manchmal verschüttet ist. Tief in meinem Herz spüre ich den Frieden, den du gibst. Bei allem, was laut ist, kann ich dich oft nicht hören. Bei allem, was los ist, gebe ich Acht, dich nicht zu verlieren. Ich will, dass diese Stimme wieder lauter wird. Lenke mein Herz, das sich so oft verirrt. Hilf mir, bitte hilf mir.
Zweifel senken in mir alle Last. Ich möchte hören, was du zu sagen hast. Sprich zu mir, bitte sprich zu mir. Jetzt ihr wieder. Oh. Stimme, die mir sagt, du bist nicht alleine. Tief in meinem Herz höre ich die Stimme, die mir sagt, ich bin da. Tief in meinem Herz ist deine Hoffnung, wenn sie auch manchmal verschüttet ist. Tief in meinem Herz spüre ich den Frieden, den du gibst. Ich will, dass diese Stimme wieder lauter wird. Lenke mein Herz, das sich so oft verirrt. Hilf mir, bitte hilf mir. Nimm du mir Zweifel, Sorgen, nimm mir alle Last. Ich möchte hören, was du zu sagen hast. Sprich zu mir, bitte sprich zu mir. Ich bin froh, dass ich das Aufnahmegerät damals angeschaltet habe, sonst hätten wir das jetzt nicht miteinander so erlebt. Und ich habe dann angefangen zu hören. Ich habe mich dann wirklich hingesetzt und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht der Typ, der still irgendwo mal sitzt und hört. Also jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin ein schneller Typ. Ich bin ein lauter Typ. Ich bin morgens früh, sobald ich aufstehe, 2 Minuten später schon auf 95%. Das ist besonders schön auf Tour, wenn morgens früh alle noch richtig müde sind. Ich bin aber plötzlich schon sofort wach. Und ich bin aber auch, und das habe ich ja selber jetzt kennengelernt, ich bin auch ein nachdenklicher Typ. Und ich habe vor allen Dingen auch gelernt, zuzuhören. Ich habe gehört auf Leute, denen ich vertraue, die zu mir gesagt haben, mach es. Mach doch noch mal was, schreib doch noch mal Songs, komponier doch noch mal was. Und vor allen Dingen haben wir es eben schon gehabt, dieser Begriff, trau dich. Ich habe immer gedacht, ja, es gibt so viele, die machen das und so weiter, aber ich muss das jetzt nicht. Schön in der zweiten Reihe. Und so wird auch irgendwann mal mein Buch heißen, was über mich geschrieben wird, vielleicht. Ich könnte es ja selber schreiben, aber mache ich nicht erstmal. Und das Buch könnte heißen, die zweite Geige, weil das ist das schönste Instrument neben dem Klavier. Das ist das schönste Instrument, die zweite Geige. Hinten rechts, ja, also hier würde der Künstler sitzen und hier hinten, da würde ich sitzen. Oder da am Flügel wäre auch gut. Das ist so ein Ort, der mir gut gefällt. Und deswegen dürft ihr dieses Raus aus der zweiten Reihe so verstehen, wie ich es eben auch mal kurz schon angedeutet habe. Ich wage mich vorsichtig zu euch hin. Und ich merke aber, dass das ein guter Weg ist und den Weg möchte ich weiterverfolgen und den soll ich auch, glaube ich, weiterverfolgen. Und dann habe ich versucht, so ein bisschen meine Position, in der ich jetzt bin, aus der Talsohle herauskommend, wieder mit Motivation nach vorne zu blicken. Gut, dann kam Corona, das hat das Ganze nicht leichter gemacht, aber ich habe trotzdem geschafft, aus meiner persönlichen Krise rauszukommen, obwohl wir eine wesentlich größere Krise hatten. Und das habe ich auch geschafft, indem ich versucht habe, mein Leben einzuordnen, wo stehe ich jetzt mit knapp über 40 Jahren. Ich weiß, man sieht es nicht, hätte jetzt keiner gedacht, dass ich schon über 40 bin. Ich hoffe, ein erkennendes Nicken, ja, ein paar erbarmen sich, Dankeschön. Ich habe einfach Mut gehabt, was zu machen. Und ein mutiger Schritt, den fand ich, es gibt einen Song, den ich geschrieben habe für eine Kinderproduktion, Feiert Jesus Kids. Der heißt Von Anfang an. Und das ist eigentlich ein Song wirklich für eine Kinder-CD. Aber ich habe gedacht, irgendwie, ich habe damals mit Dania König zusammen, die ihr vielleicht auch kennt, den Song zu Ende geschrieben. Und ich habe den mir angeguckt und habe gedacht, der passt genau in meine Situation und vielleicht passt er auch in eure Situation. Weil es oft schön ist, ich habe selber ja gesagt, ich habe 2 Kinder, 2 Töchter und es hilft manchmal, so ein bisschen kindlich an die Sache ranzugehen. Zum Beispiel im Park jetzt neulich, wo wir Achterbahn gefahren sind. Ja, aber da ist man ja fest angeschnallt, Papa. Da macht ihr gar keine Sorgen. Ja. Hat mir überhaupt nicht geholfen. Auch, dass meine Frau dann gesagt hat, das ist ja alles TÜV geprüft und so weiter. Es nützt alles nichts. Ich habe tierische Angst gehabt. Aber ich habe es natürlich ein bisschen mitgemacht. Und diese Kinder,
die sind ja auch irgendwie immer in uns. Also ich bin definitiv, um das noch dazu zu fügen, was ich bin, laut, schnell und so weiter. Ich bin auch ein Kind immer noch geblieben und das ist auch schön. Und vielleicht hilft euch der nächste Song auch, dieses Bild zu verstehen, wo ihr seid, wer ihr seid. Du kennst mich seit der ersten Stunde, seit meinem ersten Atemzug, vom ersten Wort aus meinem Munde. Bis heute verging die Zeit im Flug, ich kann dich nicht sehen, und doch bist du da, und dass es mich gibt, war von dir lang schon geplant. Ich kann dich nicht sehen, doch ich glaube daran, du kennst mein Leben von Anfang an. Von Anfang an. Du warst und bist an meiner Seite, begleitest mich durch jeden Tag. Ich gehe keinen Schritt alleine. Und doch bist du da, und dass es mich gibt, war von dir lang schon geplant. Ich kann dich nicht sehen, doch ich glaube daran, du kennst mein Leben von Anfang an, von Anfang an. Ich glaube daran. Ich kann dich nicht sehen, und doch bist du da, und dass es mich gibt, war von dir lang schon geplant. Ich kann dich nicht sehen, doch ich glaube daran, du kennst mein Leben von Anfang an, von Anfang an, von Anfang an, von Anfang an. Ich habe ein paar Gedanken für euch mitgebracht. Ihr merkt, ich erzähle ja zwischen den Liedern auch schon immer was. Aber ich habe sehr, sehr viel erlebt, auch in der zweiten Krise, also in der Krise nach der Krise, wie ich es nenne. Könnt ihr euch vorstellen, so als Musiker ist ja ein sehr interessanter Job. Also viele von euch denken wahrscheinlich, was ist das denn, was macht man denn dann so? Und ich kann sagen, ich mache eigentlich sehr, sehr viel Verschiedenes. Das macht meinen Job sehr, sehr interessant und auch so, dass es mir Spaß macht. Und dann kam jetzt alles ganz anders. Ihr müsst euch vorstellen, einfach mal so ein bisschen so zur Erklärung, was macht so ein Musiker? Also ich stehe morgens auf, das kennt ihr, das machen viele. Und dann ist eigentlich jeder Tag anders. Also der eine Tag ist, da fahre ich zum Beispiel in die FEG Wetzlar und mache da einen musikalischen Gottesdienst. Und am nächsten Tag sitze ich zu Hause und mache irgendwelches Bürozeug. Dann kommen jetzt tatsächlich, was ich total schön finde, auch ab und zu Homepage-Bestellungen, wo Leute meine CD bestellen. Ihr merkt, das ist jetzt ein wahnsinnig guter Brückenschlag zu meiner CD, weil ich meiner Frau immer versprechen muss, du musst es zumindest einmal gesagt haben, dass du CDs hast und die auch hier mit hast und die auch verkaufst, weil damit könnt ihr, wenn ihr wollt, meine Arbeit unterstützen. Werbeblock zu Ende, nachher stehe ich draußen, wer Lust hat.
Und dann kommt wieder so ein Tag, wo ich, was weiß ich, irgendwo hinfahre und mache abends so den Barpianisten. Ja, da habe ich dann natürlich ein Jackett an und ein weißes Hemd drunter und spiele dann. Nee, sowas spiele ich dann natürlich nicht, aber alles Mögliche. Dann packe ich all meine Keyboards und mein ganzes technisches Equipment und fahre in ein Studio, nach Heidelberg beispielsweise, nehme da die Feiert Jesus Kids 125 auf in ein paar Jahren. Dann fahre ich von da aus vielleicht direkt nach Hohensall zu Albert Frey ins Studio und bin Solist bei Feiert Jesus für die Erwachsenen dann. Das ist dann die Nummer 180 wahrscheinlich dann bald. Und ihr merkt, jeden Tag ist was anderes. Dann am nächsten Tag sagt meine Frau, du wolltest doch schon seit 5 Tagen den Rasen mähen. Gut, also mache ich das. Und dann ist das wieder was ganz anderes. Und ich bin dann zu Hause in meinem Studio auch viel beschäftigt. Ich habe also ein Studio mit Aufnahmeequipment und Ingo hat das eben schon gesagt und bin dann als Produzent tätig. Und diese Rolle, in die ich jetzt reingekommen bin, die ist neu für mich, weil eigentlich bin ich jetzt so eine Art musikalischer Gottesdienst Missionarprediger, wenn ihr das so nennen wollt. Und das ist für mich eine sehr neue Rolle, aber ich fühle mich da zumindest so wohl, dass ich mich traue, auch loszugehen und das zu machen. Und in dieser Zeit kam es dazu, dass anfangs der Corona-Krise war ich gut versorgt in meinem Studio, hatte ich die Möglichkeiten, CDs zu produzieren für Gerd Medien und auch für andere tolle Auftraggeber. Und dann kam für mich etwas verspätet plötzlich so richtig der Hammer, dass ich festgestellt habe, jetzt ist die Arbeit alle und somit auch das Geld. Und ich habe es eben schon mal angedeutet, in meiner Position als Musiker, der viel im christlichen Bereich arbeitet und am liebsten auch sehr gerne da arbeite, weil ich dann das Gefühl habe, dass meine Arbeit und das, was ich tue, auch einen Sinn hat und auch wertvoll ist. Für die Musiker ist es besonders wichtig, dass man sagen kann, wenn man gefragt wird, und kann man davon leben? Ja, auf jeden Fall, kein Problem. Weil das ist nämlich die meistgestellteste Frage, die ich gestellt bekomme. Was machst du denn beruflich? Ich bin Musiker. Ach cool, und was machst du sonst so im richtigen Leben? Ja, ich habe es ja schon eingangs erwähnt. Ich bin hauptberuflich Musiker und davon kann man leben. Und dann fallen einem fast schon keine Antworten mehr an, außer ja, du siehst ja, ich stehe vor dir. Und ihr könnt euch vorstellen, man hat immer so diesen Antrieb als Selbstständiger sowieso. Man will, dass der Laden läuft und als Selbstständiger im Christlichen noch mehr. Und ich musste lernen, und ich sage wirklich, ich musste erst lernen und dann durfte ich daraus resultierend lernen, dass das, was ich mir überlegt habe für mein Leben, völlig egal ist, sondern dass ich einfach versuche zu verstehen, was ist denn wirklich der Plan, den Gott mit mir hat. Und jetzt kommt dieses schöne Bild, was ich für mich selber entdeckt habe. Und zwar, wenn ich sonst mein Leben betrachtet habe, dann stehe ich auf der Erde quasi und gucke einfach nur in die eine Richtung und sehe dann, ah, da ist was, das war gut, da ist was, das war nicht so gut und dahinter, hinter der Biegung war vielleicht auch was, was gut war, aber das sehe ich gar nicht, weil das Schlechte dazwischen steht. Und ich habe mir so überlegt, ich heb ab, da gibt es auch ein Lied, was glaube ich so ging, ich heb ab, irgendwie kennt ihr vielleicht, aber ich hebe wie so eine Drohne ab und gucke von oben auf meinen Lebensweg und dann sehe ich eben diese ganzen Biegungen, diese ganzen Stationen. Dann sehe ich zum Beispiel, dass ich, als ich geheiratet habe, Lehramt studiert habe anfangs. Und dann habe ich all die Jahre auf diesen Zeitstrahl, das Schöne ist an diesem Klavier, kann ich das jetzt zeitstrahlmäßig euch vormachen, da habe ich dann studiert. Und als ich dann aufgehört habe zu studieren, bin ich schon hier, habe ich gemerkt, das will ich gar nicht. Ich wollte Lehrer werden, ich wollte was Sicheres machen. Für meine Frau, für meine Familie. Ich habe aber irgendwie gemerkt, die Musik ist das, was mich begeistert. Und die Musik hat schon immer eine Rolle in meinem Leben gespielt. Das haben wir auch ganz am Anfang. Danke für diese Frage, weil das finde ich eine spannende Frage. Und auf diesem Lebensweg habe ich dann gemerkt, Gott hat mein Leben in der Vergangenheit, also in dem Bereich, der war, so gut geführt. Sachen, die man sich erklären kann, wo andere gesagt haben, ja, das ist Zufall, das ihr mit Sack und Pack von Haiger nach Heidelberg gezogen seid, damit ich an der Popakademie studieren konnte. Meine Frau irgendwie innerhalb von drei Tagen hatte die eine neue Arbeit und wir hatten irgendwie 4 Tage später eine neue Wohnung in Heidelberg. Das hat Gott sensationell geführt.
Dann waren wir in Heidelberg, habe ich studiert, war fertig, war noch weiter in einem Studio, habe da ganz toll meine ersten Erfahrungen gesammelt als Produzent. Und als wir wieder zurückgezogen sind ins schöne Haiger, war das eine ähnlich gute Erfahrung, dass wir wirklich das Gefühl hatten, Gott ist bei uns. Und diese Erfahrung, die hilft mir, wenn ich zurückblicke und sehe, was hat Gott mit meinem Leben, mit unserem Leben als Familie gemacht, kann ich trotz der Krise, die wir im Moment haben, und trotz der Tatsache, dass ich wirklich immer noch nicht sagen kann, ich bin mega, mega zuversichtlich, geldmäßig oder so, ich weiß, dass Gott uns trägt und dass er uns versorgt. Und das ist sehr, sehr praktisch geworden an so ein paar Geschichten, die ich euch erzählen muss. Und ehrlich gesagt, das sage ich extra vorher, ich bin so ein Typ, wenn ich da gesessen habe, wo ihr jetzt sitzt und jemand vorne, ein Missionar, ist auf die Kanzel gegangen und hat total begeistert erzählt, wir hatten kein Geld. Und dann habe ich den Briefkasten aufgemacht und da war dann 200 Euro drin. Halleluja. Ist ja auch super, Halleluja. Ja? Aber ich habe immer gedacht, ja, das sind so Geschichten, die hört man so, naja, also ich bin da so ein Typ, ne? Das sage ich euch ganz ehrlich. Und ich glaube, Gott hat Humor, weil er hat genau solche Dinge bei uns als Familie auch gemacht. So dass ich jetzt voller Scham diese Einstellung quasi bekennen muss. Ich habe eines Morgens im Januar da gesessen und habe wirklich verzweifelt die Post aufgemacht von meiner ganz netten, das ist ja sehr freundlich immer formuliert, dass sie den Jahresbeitrag der Kfz-Versicherung jetzt einziehen und sich herzlich bedanken, dass ich da Mitglied bin. Und das ist ja nicht deren Fehler. Ja? Und die können auch nichts dafür, dass mein Auto, was ich jetzt seit anderthalb Jahren als Geschäftswagen angemeldet habe, erstmalig, weil ich ja so viel unterwegs sein wollte, dass das die ganze Zeit nur vor der Türe steht. Und dann kam diese Rechnung, es waren ungefähr 500 Euro, ein bisschen drüber. Und ich habe wirklich zum ersten Mal, sage ich wirklich, ist echt so, seit 2004 mache ich das selbstständig, zum ersten Mal gedacht, okay, ich kann es definitiv jetzt nicht mehr bezahlen. Man hat ja immer so Rücklagen, falls der Kühlschrank mal kaputt geht, kennt ihr, ne? Oder falls der Staubsauger oder man will einen besseren Staubsauger oder was auch immer. Es war einfach gar nichts mehr da. Und ich habe da gesessen und war echt verzweifelt. Ich bin ein Typ, der ist nie verzweifelt. Ich bin immer positiv, aber ich war verzweifelt. Und an diesem Abend lag ich im Bett und habe so gedacht, okay, jetzt geht das los, wie mache ich das jetzt? Man hofft ja irgendwie immer, dass es irgendwie geht. Und dann haben wir auch dafür gebetet und dann bin ich ins Bett gegangen. Und meine Frau war schon eingeschlafen. Ich habe noch so ein bisschen da unruhig überlegt, welche Folge 3 Fragezeichen ich jetzt anmache, weil ich höre unheimlich gern die 3 Fragezeichen zum Einschlafen. Ab und zu auch die 5 Geschwister. Ja, Tobi weiß Bescheid. Und dann habe ich mein Handy nochmal zur Hand genommen. Um 23:30 abends war das. Und dann kam eine Nachricht auf mein Handy mit einem elektronischen Messenger-Dienst, den ich nicht nenne. Und diese Nachricht kam. Und ein Mensch, den ich sehr schätze, den ich aber seit über 2 Jahren weder gesprochen noch gesehen habe, der hat mir die Nachricht geschickt. Hallo Lars, schick mir bitte mal deine PayPal-Adresse oder PayPal oder wie ihr das nennt, dieses moderne elektronische Zahlgedöns für alle, die das nicht kennen. Und es war nicht so, dass derjenige geschrieben hat, wie geht's dir denn? Och ja, nicht so gut. Ja, kann ich dir denn irgendwie helfen? Ja, nee, ehrlich gesagt, ihr wisst, wie solche Gespräche laufen, ne? Ich habe sofort geschrieben, nee, vielen Dank irgendwie. Und der, doch, schick die bitte, keine Widerrede. Und dann habe ich ihm die geschickt und es kam ungefähr 2 Minuten später dann dieses Bling, das Handy. Und das Handy sagt mir, hat Ihnen 500 Euro gesendet. Wo ich so gedacht habe, eieiei, das ist ja abgefahren. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Und ich habe auch, und es gab mehrere solche Geschichten, das mit dem Umschlag ist auch kein Witz, also die Post aufzumachen. Aber interessanterweise ist es nicht so, dass ich das dauernd kriege und mich dann und das so annehme nach dem Motto, yeah, cool, das ist jetzt eine neue Einnahmequelle. Sondern Gott sieht immer dann, wenn wir das Geld brauchen, ist es da gewesen in der Corona-Zeit. Und jetzt in den letzten Monaten kommen wir ganz gut wieder klar. Ich bin sehr dankbar für solche Möglichkeiten wie heute jetzt bei euch zu Gast sein zu können und auch in anderen Gemeinden, um meine Arbeit auch machen zu können. Da kommen jetzt solche Sachen nicht, weil wir es jetzt nicht brauchen. Und ich habe dann demjenigen nochmal geschrieben, ja, aber wie kam das denn, dass du dich gemeldet hast? Und er sagt, ja, ich habe mit meiner Frau zusammen zu Hause gebetet und wir haben deinen Namen
vor Augen gehabt und haben das Gefühl gehabt, melde dich doch mal bei ihm. Und da habe ich gesagt, okay, bei allem, was man sich selber zusammenreimt und was man glaubt, was Zufall sein kann, das ist definitiv kein Zufall. Und deswegen erstmal an der Stelle Halleluja, preist den Herrn, das ist richtig cool. Und das hilft mir total, einfach zuversichtlich zu sein. Und ich habe ehrlich gesagt auch im Moment, auch wenn die Zeiten völlig unsicher sind, habe ich so wenig Zweifel, was die Zukunft angeht, wie wahrscheinlich noch nie in meiner Selbstständigkeit. Das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und aus diesem Lebensbild, aus diesem Strahl mit diesen Zeitabschnitten ist dann ein Lied entstanden, das heißt Immer weiter und so heißt auch das Album. Und ich habe das Album dann so genannt und dann haben die ersten Leute gehört, okay, das heißt Immer weiter. Da kam dann als erstes die Rückmeldung für alle Fußballfans von euch, das hat doch der Olli Kahn immer gesagt. Weiß nicht, ob ihr das jemals irgendwo gehört, aber der hat wohl immer gesagt, weiter, immer weiter, so richtig, ja, so verbissen. Und so ist mein Immer weiter gar nicht gemeint, sondern mein Immer weiter ist zuversichtlich und hoffnungsvoll und dankbar und auch gespannt gemeint. Denn ich blicke in dem Song auf mein Leben und stelle fest, es gibt jemanden an meiner Seite, der zu mir hält, der an mir festhält und der auch sagt, du bist gut, so wie du bist. Ich habe mal irgendwann ein Konzert gespielt, das war eine ganz tolle Erfahrung, erinnere ich mich noch. Da kam jemand kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin zu mir und hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, du darfst einfach sein. Und ich bin auf die Bühne und habe gedacht, was meint er denn damit, du darfst einfach sein. Das hat mir total Auftrieb gegeben, weil ich kann einfach sein, wie ich bin. Ich muss überhaupt keine tollen Sachen vollbringen. Das haben wir ja alle schon wie oft gehört, dass uns das jemand von oben, von der Kanzel oder auch von der Seite aus sagt. Aber das ist für mich eine Erkenntnis, ich darf sein, wie ich bin und bin gut, einfach weil Gott mich gemacht hat. Und das ist so das, was mich zuversichtlich durch diese ganze CD und durch dieses ganze Leben, was im Moment um mich herum passiert, trägt. Ich spiele euch den Song mal. Mein ganzes Leben, ein Zeitabschnitt von 0 bis 100, von A bis Z, vom Anfang bis zum Ende. Doch wo steh ich heut? Hab von all den Jahren kein einziges bereut. Immer weiter hältst du an mir fest. Ein Teil von mir, der mich nie verlässt. Ich weiß genau, gehörst zu mir, weiter, weiter auf dem Weg mit Stufen, geh viele Leitern hoch, hab viel erreicht, doch manches fehlt mir noch. Du gibst dem Leben Fülle, weitest den Horizont. Wie hätte ich im Leben ohne dich gekonnt? Immer weiter hältst du an mir fest. Ein Teil von mir, der mich nie verlässt. Ich weiß genau, weiter, weiter auf dem Weg mit dir, wie die Luft, die ich atmen kann. Du bist meine eigene Umlaufbahn. Ich weiß genau, du gehörst zu mir. Weiter, weiter auf dem Weg mit dir. Und jetzt möchte ich ganz galant überleiten
zu einem Teil, den wir zusammen gestalten. Und ich habe ein paar Lieder ausgesucht, die wir jetzt zusammen singen können und dürfen, die mir in dieser Zeit was bedeutet haben. Und das erste ist ein euch wahrscheinlich sehr bekanntes Lied von meinem Freund Lothar Kosse, der wunderbare Hirt. Und ich habe das wirklich erlebt, dass wir geleitet werden als Familie, dass es wirklich einen Hirten gibt, der uns in wirklich schwierigen Zeiten zur Seite steht. Es gibt natürlich immer andere Sachen um einen rum, aber es gibt auch Sachen, die dieses persönliche Leben wirklich betreffen. Und da hat mir dieses Bild gut gefallen. Vor allem auf meiner CD ist ein Song, da habe ich als Künstler, was viele machen, das Vaterunser vertont. Wenn wir ganz am Ende noch Zeit haben, hören wir das vielleicht, aber wahrscheinlich sind wir schon spät dran, mal gucken. Und da kommt ja diese berühmte Zeile, unser tägliches Brot gib uns heute, drin vor. Und seit den letzten Monaten bete ich diese Zeile oder singe diese Zeile nie wieder einfach so, wie ich es vorher oft gemacht habe. Wir leben in Deutschland, uns geht's gut, Wohlstandsgesellschaft, unser tägliches Brot, klar, das ist immer da. Ich habe gemerkt, unser tägliches Brot gibt er uns heute, gestern und auch morgen. Und dieses Lied des Hirten, finde ich, passt auch gut, weil wir singen hier auch von dem Tisch, an den wir kommen dürfen, der immer gefüllt ist. Und das ist für mich ein Bild, was vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen kitschig ist, aber ich finde das sehr, sehr praktisch. Lasst uns das Lied singen, wunderbarer Hirte. So schön, wenn man das jetzt wieder erleben kann, dass man zusammen singen darf. Ihr macht das, glaube ich, ja schon wieder seit einer gewissen Zeit. Aber mir ist es erst ganz bewusst geworden, wie mir das gefehlt hat,
zu Hause am iPad ist es irgendwie auch schön, aber zusammen das zu hören, deswegen spiele ich auch immer ohne diese Stecker im Ohr, weil wir dann das gemeinsam erleben können. Und ein tolles Lied, was ich eigentlich erst wieder neu entdeckt habe beim Liederschatzprojekt, bei dem ich manchmal als Solist dabei bin mit Lothar Koss und Albert Frey, so ein Projekt, wo wir alte Lieder so ein bisschen moderner aufpeppen. Das geht jetzt so alleine am Keyboard nur begrenzt, ne? Aber mit Band ist das immer ganz cool. Und es handelt eben von diesem Freund, den wir haben dürfen, auch in der Krise. Und das kennt ihr alle, welch ein Freund ist unser Jesus. Und das wollen wir jetzt zusammen singen. Was mir auch geholfen hat, ist nicht nur meine Position zu finden, sondern auch eben Gott für mich nochmal neu zu definieren. Und ein Song mit sehr wenig Text, aber der Text, der ist für mich sehr eindeutig, ist entstanden, den kennt ihr noch nicht, den bringe ich euch heute bei. Der heißt Du bist. Und im Refrain geht es so schön:
den mache ich euch, singe ich euch einmal vor, dann könnt ihr den vielleicht gleich schon mitsingen. Der Refrain geht so. Du warst, du bist und du wirst immer sein. Dein Geist ist hier, heute Morgen und für alle Zeit. Gleich könnt ihr den mitsingen. Ich singe euch mal den Rest des Songs vor. Schöpfer aller Dinge, dir gehört mein Herz. Ich geh schon auf Erde mit dir himmelwärts. Wir danken dir, dass du da bist, dass du warst und dass du bist und dass du auch immer sein wirst. Und gerade in diesen Zeiten, Herr, wo es stürmisch wird, zieht es uns sehr oft mehr zu dir hin. Und du siehst auch, Herr, dass ich so ein Typ bin, der sich auch sehr oft zu dir hingezogen fühlt, wenn es mir schlecht geht, und wenn es mir gut geht, entferne ich mich wieder von dir. Und ich bitte dich, dass du einfach machst, dass wir das ändern können oder dass ich das ändern kann, immer an deiner Seite zu sein, nicht nur, wenn es mir schlecht geht. Und danke, dass du einfach wirklich ein verlässlicher Gott bist, der nicht einfach nur irgendwie bla bla ist oder irgendwelche komischen Geschichten, sondern dass du einfach wirklich erfahrbar bist. Und du
wirst immer sein. Dein Geist ist hier, heute Morgen und für alle Zeit. Und diese Hoffnung, die lebt. Und dazu gibt es dieses tolle Lied, Jesus, meine Hoffnung lebt. Und das wollen wir noch zum Abschluss miteinander singen. Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag, sprach der Verzweiflung, sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen. Jesus, meine Hoffnung.
heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Dein Reich komme, dein Wille soll geschehen.